Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal die Redewendungen aus dem Mittelalter Teil 2. Freut euch drauf, wenn ich euch jetzt dann gleich die nächsten drei Redewendungen vorstelle und erkläre, sodass jeder versteht, warum sage ich das, was ich sage. Ziemlich interessant. Und was noch ist, ich werde euch gewiss fragen, Mensch, was hat er denn jetzt wieder in seiner Flasche drin? Da, schaut genau hin. Ich habe eine Brennnessel drin, weil ich möchte euch nämlich auch noch die Kräuter, die Heilkräuter unserer Natur vorstellen. Die, wo man eigentlich ziemlich vergessen hat. Ja, aber um das geht es jetzt gar nicht in dem Video. In dem Video geht es jetzt um die Redewendungen aus dem Mittelalter. Und darauf trinke ich meinen wertvollen Brennnesselsaft. Selber angesetzt. Schmeckt ein bisschen danach. Tut er richtig gut. Kalt schmeckt er natürlich richtig geil. Ich wünsche euch viel Spaß. Redewendungen aus dem Mittelalter. Redewendungen, die zwar jeder sagt, aber die wenigsten ihre Bedeutung wissen. Zum Beispiel jetzt hat er mal so gesagt, geh hin, wo der Pfeffer wächst. Sagen viele Leute, wenn sie jetzt sagen, Mensch, jetzt hau ab oder verschwind oder jetzt komm, mach die Biege. Aber geh hin, wo der Pfeffer wächst, wissen die wenigsten, woher das kommt. Und ja, es kommt aus dem Mittelalter. Im Mittelalter Pfeffer, gut, das war natürlich ein ganz exotisches Gewürz und durch die langen und gefährlichen Transportwege extrem teuer und auch kostbar. Das Land, aus dem wo der Pfeffer damals kam, das war Indien. Indien, wahnsinnig weit entfernt und zur Mittelalterzeit, zu den mittelalterlichen Verhältnissen unerreichbar. Und deswegen war das natürlich ein idealer Ort, wo man dann gesagt hat, verschwind, geh hin, wo der Pfeffer wächst. Zu dem, den, wo man dann eigentlich nicht leiden hat können. Und daher kommt die Redewendung, geh hin, wo der Pfeffer wächst. Also es hat wirklich auch was mit dem Pfeffer zum Dorf. Pfeffer. Das war die Redewendung, geh hin, wo der Pfeffer wächst. Das war die erste. Die zweite, die kommt jetzt dann gleich. So Leute, nun kommt die zweite Redewendung und zwar Hinz und Kunz. Im Mittelalter war es so, da haben die meisten Männer haben den Namen getragen Konrad und Heinrich. Und die Kurz- oder die Rufform von den beiden war Hinz und Kunz. Zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert haben viele Herrscher oder Adlige oder berühmte Männer den Namen gehabt. Und daher kommt die Redewendung Hinz und Kunz. Wieder mal eine Redewendung, die wohl aufgeklärt worden ist, von wann sie kommt und was der Ursprung war. Nun ab zur nächsten Redewendung, zur letzten. So, und als letzte der drei Redewendungen habe ich mir gedacht, ich suche mir ganz einen besonderen Ort, und zwar den Burgturm von der Burg Randeck in Essing. Schreib es dir hinter die Ohren, oder wie man sagt, schreib es dir hinter die Ohren. Das sagt man halt jetzt einfach so, wenn man was nicht vergessen soll, dann soll man es sich hinter die Ohren schreiben. Das hat man damals, ist nämlich so gewesen, wie jeder auch weiß, im Mittelalter haben die wenigsten Leute lesen und auch schreiben können. Aber dennoch hat man natürlich auch Verträge machen müssen. Meistens so Grenzziehungen von Grundstücken zum Beispiel. So, und dass man da die Verträge hat machen können, hat man Zeugen braucht. Weil es waren ja alles da nur mündliche Verträge, weil man hat ja nicht lesen und nicht schreiben können. So, aber dass das Ganze dann auch noch vor Gericht Bestand gehabt hat, hat man ja natürlich, wie schon gesagt, die Zeugen braucht. Und als Erinnerungshilfen für die Zeugen haben wir die ganz einfach an die Ohren gezogen
Oder man hat ihnen einfach ein Ohrwatschen gegeben. Eine Ohrfeige, wie man so sagt, jetzt genau. Und weil es ist ja immer so, was man unter Schmerz erfährt, das behält man ziemlich schnell und leicht in Gedanken, im Kopf. Und daher ist die Redewendung, schreib es dir hinter die Ohren. Also, wieder mal was dazugelernt, woher dass solche Sachen eigentlich kommen. So, und jetzt geht es nochmal nach unten. Das ist zwar jetzt die letzte gewesen, aber unten geht es auch nochmal kurz weiter. Bis gleich. So Leute, das waren jetzt die Redewendungen aus dem Mittelalter und zwar Teil 2. Und ja, weil es darin so halt, das ist ein ziemlich kleiner Raum und das war als Burgverlies von der Burg Randegg. Die Burg Randegg, wirklich eine wahnsinnig interessante, spannende, ja, und geschichtsträchtige Burg. Aber um die Burg geht es jetzt gar nicht. Jetzt geht es ja erst einmal, oder ist einmal, um die Redewendungen gegangen. Redewendungen, da wo keiner eigentlich weiß, wo kommen die her? Was haben die von Ursprung? Was haben sie für Bedeutung? Ich sag's zwar, aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, woher die kommen. Es gibt so viele Redewendungen. Es gibt 100, 200 Redewendungen, die wo allein bloß aus dem Mittelalter kommen. Und die ganzen, die möchte ich euch alle erklären, erzählen, und dass ihr auch den Ursprung wisst, was gibt es da für Redewendungen oder woher kommen die, was haben die für einen Ursprung? Warum sage ich das dann eigentlich? Wie jetzt zum Beispiel, geh hin, wo der Pfeffer wächst oder hin zum Kunz oder auf den Hund kommen. Es gibt da so viele verschiedene und die werde ich euch alle erklären. Und ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einfach abonnieren, liken, kommentieren. Und jetzt noch in ein bisschen Werbung machen natürlich dann, da oben, da im Video, da jetzt. Da kommt jetzt gleich so ein Button, so ein ganz Viereck, da kommt ein Video, da drückt es drauf, dann kommt es automatisch zum Altmühltal. Also sprich, da erkläre ich dann die Burg Randegg, die wo die sehr geschichtsträchtig ist und sehr interessant auch ist. Dann im Blautopf die Süßwasserquelle in Essing, wunderschön dort, ein Tatzelwurm. Einst Europas längste Holzbrücke, dann noch die Klausenhöhlen, die war sehr interessant sind, weil da waren halt Archäologen drin, da haben sie alles Mögliche gefunden, von den Neandertaler und Urzeitmenschen und keine Ahnung was noch alles. Und das erkläre ich in dem Video. Also wie gesagt, schaut einfach rum in meinem Kanal, da findet ihr auch interessante Sachen, ob das jetzt, wie gesagt, die Redewendungen sind, Süßwasserquellen, alte Burgen, alte Pfade, alte Bäume, Höhlen, tiefe Höhlen, da wo ich für euch reinkriege, auch für mich, weil es mir richtig Spaß macht, ist echt lustig da drin. So, aber das war's jetzt, so viel möchte ich euch gar nicht mehr erzählen. Und mit diesen Worten, da verabschiede ich mich von euch. Die Bavarian Treasures. Bis bald.